Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von JobTV Südniedersachsen. Aktuell sucht die Seniorenresidenz Eifeld unter anderem Verstärkung in der Küche und im Service. Wir haben mal nachgefragt. Wir sind hier mit Frau Nina Kortewein und Frau Frommann-Gerth in der neu eröffneten Seniorenresidenz in Eifeld. Ich bin zuständig in diesem Haus als Hauswirtschaftsleitung. Ich leite die Bereiche Küche und Reinigung. Ich würde mich sehr über motivierte, nette Kollegen freuen, die gut in unser Team passen und mit denen man hervorragend zusammenarbeiten kann. Ich werde im Servicebereich tätig sein und wünsche mir natürlich genauso tatkräftige Unterstützung wie meine Kollegin. Einfach Leute, die mit Herzblut im Servicebereich arbeiten. Als Servicekraft nochmal ganz kurz gefragt, haben Sie da auch mit der Küche was zu tun? Was sind denn Ihre Aufgaben? Überwiegend natürlich hier oben im Restaurant der Servicebereich, aber auch natürlich kalte Küche, das heißt Wurst- und Käseplatten machen oder mal einen Salat oder Joghurt oder sowas, Nachspeise. Aber halt überwiegend die Bewohner rund um hier oben im Restaurant zu versorgen. Im Reinigungsbereich suchen wir auch noch Unterstützung. Eine Reinigungskraft schafft alleine nicht 102 Zimmer sauber zu machen, beziehungsweise allgemein Unterstützung, das würde schon sehr viel helfen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte gerne mitmachen, aber ich habe vielleicht Vollzeit nicht die Möglichkeit oder ich möchte nicht Vollzeit arbeiten. Wie sieht das im Bereich Teilzeit aus? Geht das auch? Das geht natürlich auch. Es muss keine Vollzeitstelle sein. Wie soll die Kollegin oder der Kollege beschaffen sein? Was ist das Wichtigste, was sie oder er mitbringen soll? So wie wir. Einfach, locker, fröhlich und Freude an der Arbeit. Da kann ich meiner Kollegin nur zustimmen. Nett, freundlich und immer offen. Die Lammetal GmbH, ein Unternehmen mit sozialem Auftrag, sucht für ihre Fachpflegeeinrichtung in Bad Salzdetfurt in Voll- und Teilzeit Pflegefachkräfte, Hauswirtschaftskräfte, Dauernachtwachen und examinierte Altenpfleger. Vergütung und sämtliche Sozialleistungen erfolgen in Anlehnung an die Entgelttabellen des öffentlichen Dienstes. Detaillierte Informationen zum Stellenangebot und zur Lammetal GmbH finden Sie unter www.lammetal.net/Stellenangebote. Für Fragen erreichen Sie die Lammetal GmbH unter 05183 94 07 290. Ihre Bewerbung senden Sie bitte postalisch an Lammetal GmbH, gemeinnützige Lebenshilfeeinrichtungen, Personalabteilungen an der Pferdewiese 1 in 31195 Lammspringe oder per E-Mail bewerbung@lammetal.net. Wer Lust auf Veränderung hat und im schönen Delixen in einem familiären Umfeld arbeiten möchte, ist im Steuerbüro Witte genau richtig. Das Team um Steuerberaterin Isabel Witte sucht zum nächstmöglichen Termin eine Steuerfachangestellte bzw. einen Steuerfachangestellten oder einen Steuerfachwirt bzw. eine Steuerfachwirtin in Voll- oder Teilzeit. Wer sich angesprochen fühlt, einfach mal Kontakt aufnehmen. Weitere Infos gibt es auf www.steuerbüro-witte.de. Das Senioren- und Pflegeheim Wülfingen bietet wechselwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Prämien an, wenn dort ein Arbeitsvertrag zustande kommt. 3.000 Euro gibt es für die Vollzeitstelle als Pflegefachkraft und 1.000 Euro als Pflegehelfer bzw. Helferin. Gesucht werden dort ferner eine Wohnbereichsleitung, Hauswirtschaftshelfer, Praxisanleiter bzw. Anleiterinnen und Azubis, die den Beruf des Pflegefachmanns bzw. der Fachfrau erlernen möchten. Ihre Arbeitszeiten lassen sich flexibel gestalten. Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an Senioren- und Pflegeheim Wülfingen im Teiche 6 31008 Eelze oder Sie sprechen dort persönlich vor. Telefonische Infos gibt es unter 050 68 40 64. Das idyllische Herrenhaus Winzenburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kauffrau bzw. einen Kaufmann im Gesundheitswesen in Vollzeit oder in Teilzeit. Flexible Arbeitszeitmodelle, eine betriebliche Altersvorsorge und verschiedene Zulagen erwarten Sie. Ihre Aufgaben sind unter anderem die Verwaltung von Terminen, das Erstellen von Abrechnungen, die Kommunikation mit den Krankenkassen und den Angehörigen der Bewohnerinnen und vieles mehr. Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung zum Bürokaufmann bzw. zur Kauffrau oder sind Kaufmann bzw. Kauffrau im Gesundheitswesen. Gern mit Erfahrung in einem Pflegeheim oder im Gesundheitswesen. Aber auch Berufsanfänger oder Anfängerinnen sind herzlich willkommen.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Pflegeheim Herrenhaus Winzenburg GmbH, Frau Marita Knoke, Domänenweg 5 in 31084 Frieden oder per Mail an info@herrenhaus-winzenburg.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Knoke unter der Rufnummer 051 84 94 00 114 zur Verfügung. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leinebergland-tv.de.